Uns geht soeben eine Nachricht ein. Fenerbahce macht ein Angebot an Hendriksen, dieser lehnt wohl ab. Watford hat an Hendriksen auch ein Angebot gemacht. Hendriksen hat laut Medien dieses Angebot vorerst angenommen für 8.000 Euro pro Woche und 18 Millionen Transferabgabe. So, wir hören soeben, dass der 18-Jährige eingetroffen ist in Watford und nun sich einer größeren Aufgabe stellt. Wir sind gespannt. Hier ist er, der neue Spieler vom FC Watford. So, und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zum ersten Spiel von FC Watford in dieser neuen Saison. Und dabei ist auch ein neuer Mann, nämlich der Hendriksen. Wir sind gespannt. Hendriksen macht dann in der 60. Minute das 2:0 und das Spiel geht dann auch, ja, 2:0 aus und ein verdammt gutes erstes Spiel, ein verdammt gutes Debüt für den jungen Hendriksen, hat eine gute Arbeit geleistet, hat ein gutes Spiel gemacht. Wir sind sehr gespannt, wie seine Karriere jetzt weiterhin verläuft, was er bei Watford jetzt macht, ob er von Watford weggehen wird oder ob er erstmal hier bleibt und seine Karriere aufbauen wird und die erste Liga mit denen zusammen erreichen will. Das nächste Spiel ist ein 16. Finale, nämlich dem Carabao Cup gegen Flattenwood Town gegen den FC Watford. Das ist die erste Runde und in der 12. Minute macht Hendriksen das 1:0. Das Spiel endet 3:1 und damit sind sie weiter in der nächsten Runde des Pokals. Im Carabao Cup in der Runde 2 ging es dann gegen Norwich City ran. Ja, Hendriksen dribbelt sich sehr gut durch und macht das 1:0 in der 23. Minute, aber nicht mal später kommt der Pass von Hernandez auf Saar. Saar schließt ab, aber Saar wollte sich nochmal für diesen schönen Pass bedanken und in der 52. Minute macht er die Flanke auf Hernandez. Dann sind wir noch in der 89. Minute, ein Traumtor von Hendriksen. Da kann er sich freuen mit seiner neuen Mannschaft. Versucht er jetzt, den Weg Richtung Erste Liga, Richtung Premier League einzuschlagen und vielleicht können sie sogar noch einen Pokal mitnehmen. Hendriksen mit 2 Torschüssen und 2 Toren, wirklich ein richtig gutes Spiel von ihm. Der Spieler ist auf jeden Fall ein Mann der Zukunft. So, das ist ein nachkommentiertes Spiel der Runde Nummer 3 vom Carabao Cup FC Fulham gegen den Watford FC. So, in der 25. Minute stand es dann auch schon 1:0 für Fulham, aber kurz vor Ende, in der 75. Minute, konnte Hendriksen sich nochmal durchdribbeln und das 1:1 machen. Aber leider meinte das Schicksal das nicht gut mit den Spielern, denn in der 92. Minute kassieren sie den Gegentreffer und waren damit leider aus dem Carabao Cup raus. Ja, es ist schon tragisch, aber sie haben auch einfach, ja, schlechter gespielt und damit verdient verloren. Hendriksen ist aber momentan wirklich einer der besten Spieler, 7 Tore, Top-Torschütze. Hier sehen wir einen schönen Pass auf Saar, 1:0. Der Mann ist echt eine Vereinslegende. Ja, wir haben ja auch jetzt den Hendriksen in die Nationalmannschaft ausgenommen für ein Testspiel. Ich wollte es mal ausprobieren, wie es ist mit ihm. Er ist ja in der 2. Liga, aber deswegen vielleicht nicht genug für irgendwelche Pokale, aber für ein Testspiel kann man ihn ja mal ausprobieren. Deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, Hendriksen in die Nationalmannschaft für ein Spiel auszutesten und mal sehen, was daraus wird. Ist ein guter Junge. Ja, und ich erwarte nicht viel von ihm, aber ich will ein gutes Spiel sehen gegen Paraguay, gegen Griechenland. Gegen Griechenland glaube ich eher nicht, aber ja. Und damit darf ich Sie wieder zu den Hendriksen Highlights begrüßen. Heute geht's dran gegen Paraguay, das erste Spiel für die Nationalmannschaft. Wir sind sehr gespannt. Ja, aber nach einem eher unglücklichen Spiel stand es 2:0 für Paraguay. Und Hendriksen konnte trotzdem sein erstes Tor für die Nationalmannschaft machen in der 65. Minute. Dabei blieb es dann am Ende auch 2:1 gegen, ja, Griechenland durfte er leider nicht ran. Könnt ihr mir bitte Ihre Meinung über Hendriksen erfahren? Das würde uns alle sehr, sehr interessieren. Er ist wirklich ein außergewöhnliches Talent und an fast jedem Tor beteiligt, das wir in den letzten Spielen erzählen konnten. Er ist ein wirkliches Talent. Sie haben Chisco gehört, den Trainer von Watford. Von so einem jungen Spieler kann man nicht viel erwarten. Auch im Dezember schaffte er es in die Auswahl des Spieler des Monats. Für, ja, neben sehr guten Spielern wie Redmond, Travis und
auch noch Watts. Watts, der momentan natürlich für Southampton alle Tore schießt und ein verdammt guter Spieler ist. Und dann ging es schon ran in der 5. Runde gegen Liverpool. Und ich kommentiere das jetzt live für Sie. Viel Spaß. Es ist jetzt das 8. Finale des FA Cups. Man sieht hier zwei verdammt starke Mannschaften. Nämlich einmal den Liverpool und Watford. Watford in der 2. Liga natürlich, aber sehr, sehr stark unterwegs. Und die haben alle Spiele vorher bis jetzt gewonnen. Das letzte gegen Norwich sogar mit 4:1. Ja, sieht schlecht aus für Hendriksen. Gelbe Karte. Sehr, sehr unnötiges Foul. So, jetzt sehen wir Hendriksen in der 84. Minute. Rüber. So, jetzt haben wir die 86. Minute. Wilson spielt den auf Außen zu Mané. Mané dribbelt in die Mitte rein. Minau steht frei. Minau. Tor. Minimao macht das Tor und damit steht es wirklich 1:0. Wer hätte damit gerechnet? Verdammt gutes Tor, verdammt gut ausgespielt und in der letzten Minute verlieren sie das Spiel noch. Hendriksen hat nochmal die Chance. Aber das war's. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Sie haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben es am Ende aber wirklich tragischerweise verloren.